Seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir erinnern uns, in der letzten Folge haben wir sozusagen nochmal hier diesen Fokusstein hingestellt. Was heißt nochmal, aber hingestellt, sind nach oben gerannt und haben 8 Schalter betätigt, beziehungsweise nochmal zur Erinnerung die Himmelsscheibe. Ich habe ja, ich zähle hier 8 und bei Dreieck hieß es dann irgendwie, also in der letzten Folge, womit denn? Hab ich noch nicht kapiert. Okay, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Vielleicht hat sich irgendwie was Neues getan. Ich werde mal das im Schnellverfahren mich da oben hinbeamen. Moment. So, da war ja der Knochenfürst Abaddon oder Abaddon. Genau, richtig. Hier ist die Tür, die sich eigentlich öffnen sollte, wenn wir die Schalter aktivieren. So, und dann haben wir plötzlich so einen Schalter hier drin. So, und hier ist das Dreieck. Womit denn? Ha, ha, ha. Das ist doch ein Dreieck, oder bin ich da irgendwie völlig plät? Schlüssel haben wir. Krieger haben wir. Blitz. Sturm? Ach, Sturm ist das. Okay, dann ist das Sturm gewesen. Nicht Blitz, sondern Sturm. So, Sonne, Mond und Sterne. Dann Zacken. Haben wir auch. Raute. Rodele. Quadrat. Ja, ist in Rechtecken mehr, aber kein Quadrat. Ja, und da ist hier wieder das Dreieck. Womit denn? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Gucken wir doch mal im Inventar nach. Das könnte unter Verschiedenes sein, denke ich mal. Oder Artefakte? Nee. Artefakte ist das nicht. Dann gucke ich mal unter Verschiedenes. Dauert noch ein bisschen, bis ich das finde. Gut. Ein bisschen verteilt, aber hier komme ich schon der Sache näher. Ornament Quadrat. Ornament Raute. Ornament Zacken. Ornament Sonne. Ornament Sturm. Ornament Krieger. Ornament Schlüssel. Da komme ich nur auf 7. Und gibt es noch weitere? Wo ist denn... Hä? Das Ornament Dreieck ist hier nicht drin. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Hä? Da brat mir einer ein Ornament. Mist. Ja, ich weiß auch nicht. Wird nicht angezeigt im Inventar und das ist echt zum Verzweifeln. Vielleicht muss ich da andere Mittelchen und Wege gehen und da wende ich mich mal ganz liebevoll an den einer der Mod-Ersteller, an Alain de Fond. Was kannst du mir raten? Augenzwinker? Ja, kurz. Ich komme nämlich hier nicht weiter ohne den Dreiecksheinz hier. So, das ist mir wieder zu doof. Ja, dann werde ich mich mal wieder weiter auf die Suche nach Stellen begeben, die ich noch nicht gefunden habe, beziehungsweise die ich noch nicht abgesucht habe. Wundert mich, wo ich denn da hinkomme. Da muss ich mich erstmal wieder nach unten begeben und mich dann reorientieren. Also bis gleich. So, an dieser Stelle angekommen, da hinten, wo die umgestürzten Säulen sind. Und aufrechten Säulen und wo hier noch hier so ein hoher Knochenmagier war, war ich hier noch nicht runtergegangen. Weil ich sehe hier nämlich auch noch aus der Ferne noch ein Kristallgolem. Das heißt, das wird jetzt wieder spannend werden. Speichern mal. Abgespeichert habe ich ja. Oh, Suchende. Habe ich eventuell schon die Reichweite dafür? Na toll. Gucken, kommen die nach vorne? Sehe ich jetzt nicht so. Doch, einer kommt. Einer kommt. So, jetzt gibt es... Wo ist denn der andere? Ist der auch dabei oder was? Shit. Shit. Ah, oh, ich sehe nichts.
Jo, ich habe mal geguckt, im Off-Modus habe ich doch noch ein paar Sachen, die mich schützen könnten vor Feuer. Ich guck mal eben hier. Schutz vor Feuer nur 5. Schutz vor Feuer 15. Und das Schutz hat überhaupt gar keinen Schutz vor Feuer und hat auch nur 5. Also erstmal die Assassinen-Cup aufziehen hier. So, dann, was haben wir denn noch hier an Amuletten? Das hat mir keinen Schutz vor Feuer. Gucken wir mal weiter oben. Schutz vor Waffen. Mit Schutzschwarten. Ja, hier haben wir noch Schutz vor Feuer. Ziehen wir dich auch mal an. Gibt es noch einen besseren? Mal gucken. Besseres Amulett? Nein. So, Überseehändlerring. Ring der Heiler. Geschicklichkeitsbonus. Stärkebonus. Mana-Bonus. Zack. Ring der Eisenhaut. Ring wurde nach seiner... Ach ja, das war unten in der Bücherei da. Schutz vor Feuer 10. Dann haben wir Schutz vor... Auch hier, auch das ist da. So, das ist der Geschwindigkeitsring. Den ziehen wir mal aus. Haben wir hier noch was? Nein. Die Milizgürtel oder die Gürtel überhaupt haben kein Feuer. Okay, bevor ich den hier anziehe, gucke ich mal, wie viel Schutz ich denn... Stopp. Wie viel Schutz ich insgesamt habe. 73. Hier steht Drachenfeuer. Gut, okay, dann werde ich die mal anziehen und dann gucke ich mal halt eben, was ich dann habe. Dann habe ich 83. Okidoki. Sodele. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es irgendwie in die Nähe anlocken kann. Oder hier vorne irgendwie. So, weg. Ich bin ja nicht mehr so schnell. So, ich gehe mal davon aus, ja genau, dass ihr da ums Eck steht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie gut mein Schutz jetzt gegen Feuer ist, weil da stehen nämlich zwei Peoples. Der andere in der Animation verklemmt, sehr gut. Dann kann ich erstmal gucken, ob ich den hier irgendwie... Nein! Das hat auch nichts gebracht. Schade, schade, schade. Gut, okay, andere Taktik. Ich habe nämlich folgendes. Ich habe mal schon mal den Golem erwecken bei mir im Reservoir schon belegt. Mit Giftpfeil habe ich übrigens bessere Treffer, beziehungsweise... Ja, okay. Höhere Destroy-Rate als beim magischen Pfeil. So, jetzt werde ich den Golem erwecken. Aber erstmal speichere ich nochmal. In der Hoffnung, dass sie um die Ecke stehen. Der Golem sie sofort, ja, um die Ecke geht. Okay. Haben wir den? Nee, die haben wir noch gar nicht. So, jetzt haben wir eine. Okay, zwei Suchende erstmal hier schon mal gekickt. Da ist der andere Suchende. Schnell speichern. Bevor mir hier der Steingolem sie noch zerbröselt. Und da hinten haben wir noch mehr Suchende. So. Golemsi! Oh, 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 oh. Los, geh mal hin. Genau. Mach mal was. Das Gefühl, dass da noch mehr sind. Oh, erstmal aufpassen. Ich bin ja schon leicht anlädiert. Den Golem umhauen. Okay. Okay, okay, okay. Das ist gut. So, wie viel waren es? Jetzt ist der auch zerbröselt. Speichern. Nochmal gucken. Ist noch was hier irgendwo versteckedeit? Irgendwo hier in der Ecke. Da hinten geht's weiter. Sieht nicht danach aus. Okay, Steinwächter, Feuernessel. Okay, gehen wir mal bis hier hin zur Hecke oder geht das noch da weiter? Nein, auch wieder so eine Plattform, die hier, also eine, so ein Steinplateau, welches hier irgendwie endet. Okay, Truhe, die machen wir gleich auf, nachdem ich hier explizit geguckt habe. Zip, 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 zip. Ja, gut, sehr schön. Hier war es noch.
Ah, hier geht's nochmal runter und da ist noch ein Kristall-Golemsi. Golemsi, oh Gott. Ist doch okay. Golem, Golemsi, Golems. Gut. Ja, dann auf zur Truhe. Gucken, was es da gibt. Okay. Aber jetzt, nein. Okay. Sechsmal. Ah! Steintafel der Lebensenergie. Die wollen wir mal auch gleich hier mal in uns aufsaugen. Stopp. Da ist es schon. Wie viel gibt's? 10. Das ist doch schön. Ja. Dann werden wir in die andere Richtung gehen. Also wo es hier runter geht. Wo war das? War das hier? Ja, hier war das. Aber erstmal speichern. So, okay. Naja, ich werde mal direkt runtergehen. Und gucken, dass er mich... Genau. Okay, das müsste eigentlich klappen, auch wenn ich schon ein bisschen anlediert bin. Abhänger, Kristallgolem. Da ist noch einer. Oh, Vorsicht, aber ich will erstmal hier alles abgrasen. Mal gucken, gibt es hier irgendwas in der Nähe? Nein, okay. Mhm. Geht's hier rum? Da liegt was. Da liegt ein... Aha. Ein Suchender. Den ich schon wohl... wie kann das sein? Müssen nicht... Okay, das bis hierhin und dann gehe ich wieder zurück. Kann mich hier erinnern, dass ich an der Stelle schon mal war. Oh. Höre ein Getier, ein Raubtier. Ja, ich speichere mal lieber. Ja, dann... Gucken wir mal weiter. Hier hin. Gibt's was beim Baum? Ja, ein Heilkraut. Hier bleibe ich hängen. Was ist denn dieser blöde Puma oder Panther oder was da ist? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Okay. Hier wieder. Ups, nicht zu nah, nicht zu nah. Ein Steinwächter mit einer alten Münze. Okay. Okay, ist hier was? Nein. Around the world. Okay. Dann auf zur Truhe, die auch nochmal öffnen. Nee, ich ahne es. Nein, doch nicht. Okay. Oh. Wieder eine Steintafel der Magie. Und wo bist du, Magiesteintafel? Da Schriften da. Mana plus 4. Gucken wir mal auf die Potenz. 304, 304, Geschick 186, da könnte ich mich auch mal skillen. Bei Gelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, da muss ich erstmal zu einem Gelehrten hin. Gut, okay. Dann, bevor wir hier runtergehen, auch nochmal speichern. So, der ist ja hier auf dem Weg sozusagen. Oder doch nicht? Nee, ne? Das ist heruntergefallen, das lasse ich mir nicht gefallen. Also nochmal einladen. Dann machen wir doch lieber gleich einen besseren kurzen Prozess hier. Bevor er wieder runterfällt. Los, komm.
Jetzt gehe ich nochmal den Weg des Stückes, das Stück Weg nochmal ein bisschen hoch. Vielleicht hat sich ja noch was verborgen an Kräutern. Nein, nicht. So, was? Dämonen, ach so. Heilkraut, gut. Was ist hier? Nix. Okay, das ist wieder nur so ein kleiner Vorsprung, so wie ich das sehe. Das Raubtier höre ich nicht. Noch nicht. Okay, hier ist nichts. Auch noch ein Heilkraut. Und mir geht's wohl auch nicht weiter. Nee. Das ist jetzt ulkigst. Also ging es hier nur runter. Da geht es nicht weiter. Muss ich gucken, wie ich weiterkomme, Leute. Wahrscheinlich das Stück wieder zurück, oder was? Ja, speichern. Dann suche ich dann nochmal da oben irgendwie ab, ob ich da irgendwas vergessen hatte. Bumm. Noch einer? Oh. Ha! Da liegt ja ein Knochenkrieger. Die, wo alle herkommen? Da war ich doch schon. Ja, das ist das Umgefallene. Hä? Geht's hier nochmal runter? Glaube ich aber nicht. Weil da ist Ende im Gelände. Dann suche ich mal weiter im Off und schalte mich wieder ein. Mein Gott, habe ich meine eigenen Worte vergessen. Ich vergaß, dass ich ja nur bis hier hingegangen bin und nicht mehr weiter bis zu diesem Busch. Und, okay, jetzt lass uns mal gucken. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich für einen Pfeil hätte. Ich schätze mal einen normalen Pfeil. Aber zum Scouten reicht das ja jetzt allemal. Erstmal. Oh, warum ist das wieder hier so dicht bewaldet? Okay, jetzt mal gucken, ob es hier noch was Wichtiges gibt. Ich habe meinen Geschwindigkeitsring wieder angenommen. Aufpassen machen wegen. Also jetzt höre ich einen Puma oder sowas. Irgendein Raubtier höre ich. Und ich höre noch einen Golem. Der scheint mich wohl gehört zu haben. Aha. Da ist so eine lustig. Okay, speichern. Das sieht nämlich aus wie eine Höhle oder ein Durchgang. Ach, Tatsache, da ist ein Durchgang. Er kommt nicht weiter. Was haben wir hier? Geht's auch nochmal runter? Okay, wenn du da nicht weiterkommst, dann können wir Blauflieder und alte Münze und Dunkelpilz nehmen. So, dann gucken wir mal. Den hinkriegen hier. Kriegen wir hin. Okay, was gibt's noch? Dunkelpilz. Das ist eng hier. Und da sind doch noch Pilze. Butlerfleisch und Dunkelpilze. Okay. Jetzt speichere ich mal ab und dann gehe ich mal kurz durch. Gucken, was sich denn hier hinter verbirgt. Das ist immer übelst. Wenn hier die ganze Sicht versperrt wird. Ah, Knochenkrieger da oben. Was noch? Jetzt auch wieder hoch. Okay. Auf Lieder mal nehmen. Da sind auch noch zwei Knochenkrieger.
Ja, geht das da hinten irgendwie weiter? Ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja, vier. Oh nee, Leute. Und dann ist nur noch ein Kristallgolem dahinter. Okay, merken. Dann gehen wir mal hier durch. Butlerfleisch. Nochmal hier durch. Und gucken wir mal, was hier unten ist. Dann schreiten wir mal voran. Aber auch wieder so einen abgerissenen kleinen Tempel da. Oh, wen haben wir denn da? Steinlöwe. Aha. Speichere ich mal lieber. Wollen mal sehen, ob ich mit meinen Giftpfeilen den irgendwie ankratzen kann. Was ich nicht glaube. Und doch. Los. Oh. Okay. Ein bisschen was einstecken musste ich auch. Und was trinken. Schauen wir mal, ob noch irgendwas hier rumkrepelt. Ach, Steinwächter. Okay. Ja, die dürften ja nicht so schwierig sein. Komm. Da ist noch ein Kumpel. Sehe ich von hier. Okay. Der hat mich gar nicht gehauen. Und einen Kräuterkram vergessen. Oh, da ist noch einer. Okay. Der hat mich auch nicht gehauen. Und gibt es denn hier auch sowas wie eine Truhe? Oh, 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 was ist denn das? Eine Höhle? Irgendwie so ein Höhlen. Überbau. Okay, so eine Art Schutz, Unterschlupfschutz. Schön. Gut, dann wollen wir nochmal hier ein bisschen die Kräuter aufheben. Und drumherum, hier gibt es noch was. Geht es denn hier auch noch irgendwo weiter? Mal gucken. Da ist nichts. Okay. Dann nehmen wir dich. Und da war doch noch einer irgendwo. War da nicht noch einer? Da hatte ich den schon. Hatte ich wohl schon. Okay. Feuernessel. Nessel. Oh, you spin me right round here. So, ah, noch eine Truhe. Schön. Gut, dann habe ich hier eigentlich alles durchgesucht an Kräutern. Gut, dann geht's zur Truhe. Mal gucken. Links. Das hört sich gut an. Und es gibt eine Steinhandkampftafel. Steinhandkampftafel. Tafel des Einhandkampfes. Du da bist wo? Magie. Oh, habe ich gar nicht genommen. Okay, und wo ist jetzt die... Da. Okay. Habe ich noch eine Tafel vergessen? Kann ja sein. Nee, verbirgt sich auch leider keine Tafel Schokolade, nicht? Ja, dann. Okay. Geht's weiter hier in die Richtung. Da ist doch was. Das habe ich doch schon irgendwie gesehen. Hier. Nee, ach so, das ist Textur oder Schatten. Ja, okay. Scouty Bauti. Kräuter, Kräuter, nein. Oh. Holzbrück. Was verbirgt sich hier? Noch nix. Und hier geht es runter. Ah! Hä? Moment, 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 Moment. Das ist da, wo ich meinen allerersten Kampf hatte mit einem Magier, hohem Magier. Ja, da bin ich nämlich auch mal runtergefallen. Und da war dann auch gleich so ein Leopard. Also es könnte sein, dass ich jetzt durch bin hier oben. Wenn nicht, dann bitte einen Kommentar geben. So, und hier war ja die Leiter. Rostiger Zweihänder.
bevor ich hier rantrete, speichere ich. So, wie ich das kenne, wird es wahrscheinlich irgendwas geben, was auf mich wartet. Immer noch zu weit entfernt. Jetzt. Ach nee. Gibt es ja noch so Zwischenplattformen. Da unten ist schon mal so ein Baggerlute, der auf... Au! Oh, sorry. Ein Baggerlute, der schon auf mich wartet, aber cool ist. Ich kann hier rum. Ah, okay, dann geht das wieder zur Brücke. Okay. Ja, dann lassen wir uns doch mal hier hinfallen. Lauflieder. Ah, der da unten macht Breide hier. Ist was da? Nein. Okay, gucken, ob es hier noch weiter geht. Ob was hier was vergessen wurde. Ja, Lauflieder, Lauflieder, Lauflieder. So, und jetzt sind wir wieder hier bei der Brücke. Ja, genau richtig. Okay. Ja, dann. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, dann versuche ich mal, ihn von der Plafo hier aus abzuknallen, wenn das geht. Aber das wird nicht gehen, weil grundsätzlich die ganzen Teile irgendwie immer nicht genau darunter verbarrikadieren. Es sei denn... Nee. Und wage es mit gezogener Waffe da mal runter zu springen. Ja, wieso denn das? Okay. Kräftiger Leopard. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Ah, super klasse. Gibt's wieder Heilwurzeln und noch mehr Heilpflanze. Heilwurzel, Weidenbeere. Aha, eine Ecke, in der ich noch nicht war. Weltknöterich. Wie spät haben wir es denn? 16.18 Uhr, Gothic-Zeit. Ja, mir fehlt nur noch dieses 8. Ornament, das Dreieck, was zwar als angezeigt gilt, in meinem Logbuch, aber es nicht da ist in meinem Inventar. Jetzt bin ich hier schon wieder. Und ich habe auch überlegt, ob ich das eventuell vor Monaten mal verloren habe, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Hm. Jetzt bin ich hier unten wieder bei dem Fluss. Das gefällt mir nicht. Dieser Löwe war nur ein Überbleibsel oder dieser Leopard. Ah, Mann. Wo war der denn jetzt? Aha, das ist die Brücke. Oh, jetzt verlaufe ich mich wieder hier völligst. Naja, ich schalte mal eben kurz aus, beziehungsweise melde mich gleich. Gut, ich habe mal so noch so ein bisschen die Runde gemacht, konnte hier noch jede Menge Heilpflanzen finden. So, und ich bin von hier, dahinter ist nämlich so ein versteckter Eingang oder Zugang. Ich will jetzt da nicht zu weit weg, denn wenn ich da runtergekommen bin, zwar mit dem Sprung, was ist denn hier passiert? Ach, ein rostiger Zweihänder geschärft, da sind noch irgendwelche Überbleibsel. Ja, super geil. Da müsste ich da auch wieder hochkommen. Oder liege ich da falsch? Also hier war das. Stopp, Heilpflanze. Oder es ist irgendwo hier eine Höhle versteckedeit? Nein. Oder irgendwie doch? Nein. Jo. Hier kommen wir auch nicht wieder hoch. Nee. Ha. Okay, dann muss ich irgendwie noch am nächsten Tag weitersuchen, denn ich möchte hier schließen und mich bedanken für euer Zusehen. Na,
Ja. Mal gucken, vielleicht kann mir jemand helfen wegen des Dreiecksornaments. Ne? Also Alain, kannst du wahrscheinlich denken, was ich von dir erwarte. Vielleicht irgendwas, das das Ding ersetzt, weil ich verstehe das nicht, warum es nicht mehr im Inventar ist. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao, Servus und Grüße.